Hallo liebe Technikfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch vorstellen, was gerade eingetrudelt ist, nämlich der neue Amazon Fire Stick. Und das ist der Amazon Stick der neuesten Generation. Und den packen wir heute mal aus und den schließen wir auch mal an. Und dann schauen wir mal, was das Teil so kann. Das alles und noch ein bisschen mehr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, und da haben wir das gute Stück. Und ja, würde ich sagen, gucken wir uns mal die Packung von außen an. Ja, also man sieht hier hinten drauf, ist beschrieben, ja, wie viele Apps da drauf sind, wie viele Sender. Aber das, denke ich mal, werden die meisten von euch kennen. Was interessant ist, ist natürlich hier diese Geschichte, nämlich mit Sprachsuche aufrufen und ansehen. Das heißt, im Lieferumfang ist die Alexa Sprachfernbedienung und man kann auch bei diesem Stick jetzt einfach in die Fernbedienung sprechen und dann schnell quasi seine Filme und Serien genießen. Ja, da gucken wir mal an, das müssen wir mal ausprobieren. Und dann natürlich steht auch hier, Video starten verzögerungsfrei. Das heißt, wir haben hier den ultraschnellen Quad-Core-Prozessor, WLAN mit neuesten Standort und so weiter. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Und dann soll auch das Einrichten ganz einfach gehen. Ich habe bis jetzt nur die Amazon Box gehabt. Und jetzt habe ich mir den Stick geholt. Und dann schauen wir mal, wie der so ist. Im Gegensatz zur Box. Ja, vorne habe ich schon gezeigt. Andererseits haben wir da noch. Da haben wir also nochmal einen Hinweis auf die Alexa Sprachsteuerung. Wir haben einen Hinweis auf Dolby Audio. Das hat die normale Box auch. Wir haben einen Hinweis auf das WLAN. Auf die Auflösung 1080p HD-Auflösung und Quad-Core. Und was haben wir alles drin oder was müsste drin sein? Also klar, der Fire Stick der zweiten Generation. Wir haben die Alexa Sprachfernbedienung. Wir haben zwei Batterien enthalten, was ich sehr gut finde. Natürlich ein Netzteil, ein USB-Kabel und ein HDMI-Verlängerungskabel. Was wird benötigt? WLAN habe ich und HDTV-Eingang, HDMI-Eingang habe ich natürlich auch. Ja, gut, ich würde sagen, wir packen das einfach mal jetzt aus, wie das alles so schön verpackt ist. Ja, und natürlich habe ich auch ein schönes Unboxing-Messer, denn wir müssen mal sehen, dass wir hier vorne erstmal die Kante aufschneiden. Ja. So, dann wollen wir mal auspacken, wollen wir mal gucken, was da so alles zum Vorschein kommt. Ja, ich finde mal ganz ordentlich verpackt. Das ist ja wirklich schick gemacht. Haben wir einmal hier quasi die Geräte und hier auf dieser Seite haben wir die Beschreibung, würde ich mal sagen. Genau, Lieferumfang, wie man es anschließt, wie man die Alexa Sprachfernbedienung benutzt und wie man die Einrichtung am Bildschirm dann macht. Kurzes kleines Heftchen, was ich sehr gut finde. Wer will sich noch groß einlesen? Dann haben wir nochmal das Gleiche oder nochmal die Garantiebedingungen, genau. Und dann haben wir hier wahrscheinlich ein ein USB-Kabel auf Micro-USB. Das finde ich natürlich wirklich sehr gut. Das ist auch schön lang. Also das ist natürlich schön, dass im Lieferumfang enthalten ist. Dann kann man schon sehen, wir haben zwei Batterien. Finde ich auch prima. Dann haben wir, was haben wir hier noch? Wir haben das Netzteil, den Stecker. Sogar in schwarz gehalten. Oder? Ja, doch. Mal abmachen hier die Folie. Ja, das finde ich ja ganz schick. Ist zwar jetzt unverständlich, warum das weiß ist, aber ich denke mal, die haben sich gesagt, na, da steckt eh in der Steckdose und dann kann es weiß bleiben. Wir brauchen nicht schwarz zu machen. Und hier haben wir den ganz normalen USB-Anschluss. Also das ist dann das Kabel für die Stromversorgung, gehe ich mal davon aus. Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich... Ach, das ist das Gerät schon. Das ist der Stick. Den hatte ich auch noch nie in der Hand. Das ist das erste Mal jetzt. Und ich muss sagen, klein, kompakt. HDMI. Das ist der HDMI-Anschluss für den Fernseher, genau. Also man kann es auch wahrscheinlich so im Fernseher stecken. Und das ist dann Power, das ist dann der Stromanschluss. Ja, ist ja wirklich minimalistisch. Ja, und hier haben wir die Fernbedienung. Die kenne ich ja schon aus meiner großen Box. Hier haben wir auch nochmal... Ach, das ist, wie das Batteriefach geöffnet wird. Aber das kenne ich ja alles. Ich weiß nicht, wer von euch eine Box hat, wird das auch schon kennen. Und ich denke mal, die Fernbedienung, die ist identisch. Ja, haben wir hier noch ein bisschen Folie drüber.
Weil das ja glänzend ist. Ja, ich finde das Design ist wirklich sehr schön, wenn man bedenkt, wie groß diese Box war. Im Gegensatz zu diesem Stick ist das schon eine ganz schöne Entwicklung. Ja, ich sag mal, das war's. Mehr ist nicht drinne. Ja, und hier habe ich doch etwas übersehen, habe ich auch später bemerkt beim Wegpacken der Verpackung. Und zwar da oben rechts ist doch was drinnen, nämlich ein kleiner HDMI-Stick, den ihr hier mal auf dem Foto seht. Und der ist extra dafür gedacht, dass wenn ihr hinter dem Fernseher keinen Steckplatz habt, der seitlich angebracht ist für diesen Stick, ihr ihn quasi von hinten reinstecken müsst, euer Fernseher an der Wand steht, ist ja der Abstand quasi zu schmal, um den Stick reinzustecken, und dafür kann man diesen Adapter benutzen und dann würde der Stick quasi am Fernseher hinten runterhängen, obwohl er in der HDMI-Box steckt. Und dieser Adapter war dann noch drin, habe ich erst später entdeckt. Hier haben wir auch nichts mehr, nein. Und hier haben wir auch nichts mehr. Also, das war's mit dem Auspacken. Ja, dann natürlich noch die Batterie einbauen, darf man natürlich nicht vergessen. Ja, also einfach nach unten ziehen, mal schauen, so rum. Ist gar nicht so einfach. Ah, jetzt. So. Dann macht man es ab und dann sieht man schon, hier kommen dann die beiden Batterien rein. Ja, und da kommt die eine, kommt so rum rein. Hier kann man richtig hier reindrücken. Und die andere müsste dann ebenfalls so rum reinkommen, ja. Wirklich sicher? Tatsächlich. Eigentlich sind die Batterien immer Seiten, also immer verkehrt rum rein, aber diesmal müssen beide so rein. Das ist ja interessant, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, und dann natürlich wieder das Teil drauf. Ja, also das ging ganz einfach. So, und da kommen wir auch schon zur Einrichtung. Natürlich erstmal den HDMI-Anschluss raussuchen. Hat er ihn gefunden? Ja, prima. Ja, sieht man den Fire TV Stick. Dann einfach auf Weiter drücken. Und dann natürlich klar die Sprache einstellen, natürlich auf Deutsch. Und dann ja, sucht ein Netzwerk. Und schon hat er die Netzwerk gefunden, meine Fritzbox noch ausgewählt, das Passwort eingegeben. Das kann ich euch natürlich nicht zeigen, ist ganz klar. Und dann sucht er auch schon. Und hat sie auch gefunden und verbindet sich mit meiner Fritzbox. Also das ging alles ziemlich fix und sehr schnell. Verbindung erfolgreich, na prima. Sucht dann nur noch Updates. Ah, scheint keine gefunden zu haben. Erfolgreich angemeldet. Alles schick. Ja, dann kommt natürlich, hallo Christian, willst du weitermachen als Christian oder das Konto wechseln? Ich mache natürlich weiter. Mit meinem Konto ist ganz klar. Und dann kann ich jetzt auch die WLAN-Passwörter bei Amazon speichern. Das möchte ich aber erstmal nicht. Kann ich immer noch später machen. Ja, und das war's. Dann kann man noch die Kindersicherung aktivieren oder deaktivieren. Ich möchte natürlich keine Kindersicherung. Ich habe keine Kleinkinder mehr in meinem Haushalt. Und dann geht es auch schon los. Und dann kommt ein Filmchen, wo nochmal alles erklärt wird. Und zwar ganz speziell geht man ein auf die Alexa-Sprachsuche. Und da kann man eben nach Filmen suchen, nach Schauspielern suchen. Und was ich ganz gut finde, hier sieht man jetzt, man kann auch nach vorne springen, 2 Minuten. Also springen dann 2 Minuten nach vorne. Dann, das ist auch eine feine Sache. Und natürlich kann man auch seine Serien damit suchen. Und man kann es auch auf einem Handy benutzen. Und es ist für alle Systeme verfügbar. Ja, und dann noch diverse Apps und Spiele, die man ebenfalls auswählen kann. Und man kann auch nach dem Wetter fragen. Das werde ich dann gleich mal probieren. Ja, dann nochmal eine Übersicht, was es alles so zu sehen gibt. Klar, Prime-Fotos, wer Prime-Mitglied ist, hat alle Fotos drauf, kann seine Musik speichern. Das ist, finde ich, schon eine feine Sache. So, das war der Film. Und dann wollen wir gleich mal ausprobieren. Jetzt müssten alle meine Apps starten, genau. Und dann werde ich mal die App ausprobieren, nach dem Wetter fragen. Wie ist das Wetter heute? Ja, das scheint schon mal nicht geklappt zu haben. Dann werden wir es gleich nochmal probieren. Wie wird das Wetter heute? In Bösdorf beträgt die Temperatur momentan 64 Grad bei teilweise sonnigem Himmel. Wie spät ist es? Es ist 20.17 Uhr.
Ja, was ich euch auch noch zeigen wollte, ist, wie ihr ganz einfach wieder rauskommt, wenn ihr quasi alles beenden wollt. Ihr habt ja die Fernbedienung und ihr habt ja hier diesen Ring in der Mitte, ja, kann man jetzt schlecht erkennen. Und hier unten habt ihr diese Home-Taste und hier ist klar, hier vor, zurück, Pause. Wenn ihr die Home-Taste gedrückt haltet, mache ich jetzt mal eine ganze Weile wartet, dann kommen nämlich die Menüs und dann könnt ihr quasi ganz einfach in den Ruhemodus klicken und dann seid ihr quasi im Ruhemodus. Ja, was ich euch aber zeigen wollte, es gibt noch eine andere Funktion und dann gehen wir mal auf die Einstellungen. Ja, also wenn ihr quasi auf Einstellungen seid, ja, dann könnt ihr auf Tönen Bildschirm gehen. Wenn ihr da dann drauf drückt, dann gibt es hier unten die Funktion HDMI CEC-Kontrolle. Und das ist eine feine Sache. Wenn ihr das nämlich aktiviert, dann könnt ihr auch euren Fernseher mit der Fernsehfernbedienung benutzen. Und wenn ihr den Fernseher zum Beispiel einschaltet, geht automatisch die Box an oder umgekehrt. Und ihr könnt auch mit dieser Fernbedienung, wenn ihr quasi, so wie ich euch gezeigt habe, sie einfach ausschaltet, dann geht auch der Fernseher aus. Das heißt, es ist diese Gerätekontrolle. Auch das ist quasi mit dem Stick möglich. Das war vorher mit der Box, glaube ich, nicht möglich. So, liebe Technikfreunde, das war's schon wieder mit diesem Video. Vielleicht zum Abschluss noch möchte ich noch was dazu sagen. Also das ist der Adapter, den ich erwähnt hatte, den ich vergessen hatte in der Packung. Das heißt, das Teil kann man an den Fernseher stecken und dann kann man den Stick reinstecken und dann hängt das quasi so runter und steht nicht so ab. Gerade wenn der Fernseher an der Wand hängt, ist das ja dann sehr praktisch und der ist wie gesagt auch noch im Lieferumfang enthalten. Ja, was vielleicht ganz interessant ist, das ist ja hier diese Amazon TV-Box der ersten Generation. Finde ich eigentlich auch sehr schick verarbeitet. Hat damals 99 Euro gekostet, also ist auf jeden Fall teurer gewesen wie der Stick. Und kann nicht so viel wie der Stick, also da schon wesentlich verbessert. Ja, mal ganz kurz, welche Vor- und Nachteile zeichnen sich schon ab. Also was natürlich prima ist, man braucht bei dem Stick kein HDMI-Kabel mehr. Das heißt, man kann einfach so in den Fernseher stecken und das finde ich schon ganz praktisch. Es ist ja auch nicht so billig, ein gutes HDMI-Kabel. Ja, dann der Preis, wie ich schon sagte, der Preis ist natürlich extrem günstig. Ich glaube, ich habe auch nur 29 Euro bezahlt. Es gab nochmal so ein Angebot, also da kann man nicht meckern. Was natürlich auch dabei ist, habe ich jetzt gar nicht hier liegen, habt ihr ja gesehen, die Fernbedienung ist genau die gleiche wie an dieser großen Amazon TV-Box oder Fire TV-Box. Und das finde ich auch gut. Also prima. Dann ist mir auch aufgefallen, dass das Bild nicht mehr ruckelt. Also bei dieser Box hier ist doch mal ab und zu, dass irgendwie die Bildwiederholfrequenz nicht so ganz hinhaut. Das heißt, da ist immer so ein Mikroruckeln zu sehen. Man gewöhnt sich mit der Zeit daran, aber das ist jetzt auf dem Stick gar nicht mehr zu sehen. Was auch interessant ist, ist die HDMI-Steuerung. Die habe ich euch ja gezeigt. Das finde ich auch sehr praktisch. Und was noch oben drauf kommt, ist natürlich die Alexa-Steuerung. Und die soll zumindest alle Geräte, die Alexa-fähig sind, also die man damit steuern kann, also den großen Echo zum Beispiel. Und da soll mit dieser App genauso gehen, mit diesem Fire TV Stick. Da bin ich ja mal gespannt, das werde ich mal ausprobieren. Und ich habe mir jetzt mal Steckdosen bestellt, die mit Alexa kompatibel sind. Und zwar ohne irgendeinen Server oder sowas. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Das probiere ich mal aus. Haken ist natürlich immer, der Fernseher an sein muss. Ansonsten geht das nicht. Ja, natürlich gibt es auch ein paar Nachteile, die ich jetzt schon sehen kann. Also es ist trotzdem ein Netzteil erforderlich. Ja, ich weiß nicht, wie viel Strom so eine HDMI-Buchse liefert, ob das auch möglich wäre, aber es wäre natürlich praktisch gewesen, wenn man kein Netzteil mitnehmen müsste, wenn man jetzt, und das ist ja ganz gut geeignet, wenn man mal verreist, mal in einer Ferienwohnung ist und abends mal schön Film gucken will im Urlaub, dann kann man ja den Stick ja mitnehmen. Deswegen finde ich auch so sehr praktisch, dass er so klein ist und dass man kein HDMI-Kabel braucht, aber trotzdem muss man ein Netzteil mitschleppen. Ja, das ist vielleicht aber nur ein ganz kleiner Nachteil. Ja, und dann natürlich ist auch kein USB-Anschluss mehr vorhanden. Also man sieht ja hier, dass hier ein USB-Anschluss vorhanden ist, wo man auch noch mal einen Speicherstick anschließen kann und das ist dann quasi an diesem Stick nicht mehr möglich. Ja, und dann ist dieser Stick auch nicht 4K-fähig, was mich nicht weiter stört. Mein Fernseher ist auch nicht 4K-fähig. Die alte Box war auch nicht 4K-fähig. Also ist für mich auch kein großer Nachteil. Aber wer jetzt einen 4K-fähigen Fernseher hat, der wird natürlich sich diesen Stick nicht mehr holen. Ja, das war's. Das heißt, ich kann jetzt schon sagen, eigentlich eine Kaufempfehlung, wenn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, wo ich das Teil ausprobieren werde, nicht noch irgendwelche schwerwiegenden Sachen dazukommen, die noch nicht absehbar sind, wird sich das bestimmt nicht ändern. Wenn das mit der Alexa-Steuerung noch klappt, dann gibt es eigentlich eine doppelte Kaufempfehlung, aber das wird sich alles rausstellen. Ja, okay, das noch dazu. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen.
Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt oder irgendwas wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen nach hoch und ich freue mich auch, wenn ihr mich abonniert. Ja, ansonsten euch noch viel Spaß im Netz und bis zum nächsten Mal. Ciao.